Jetzt machen wir mal ein bisschen was für die Gesundheit, für die Fitness, für überhaupt. Und ich habe meinen besten Freund mit dir gerade. Ich habe nur einen, aber es ist mein bester. Helmut Gehling. Hallo Helmut, schön, dass du da bist. Hallo Frank, freue mich wieder mit dir zusammen zu sein. Ich mich auch. Und vor allem auf deine Hilfe. Helmut ist Osteopath. Sehr wichtige Sache. So, ich will anfangen mit Golf spielen, war im Winter ein bisschen faul, bei einer von diesen Sofa-Liegern. Ich habe aber gemerkt, ich kann mich überhaupt nicht drehen. Ich komme da überhaupt nicht von der Stelle. Helmut. Thema Drehen, ganz wichtig. Wir drehen ja viel im Golf. Ganz wichtig ist die Brustwirbelsäule. Da findet das Drehen statt. Zwei Gründe gibt es, um die Brustwirbelsäule zu trainieren. A, um die Schulter zu entlasten. B, um die Lendenwirbelsäule zu entlasten. Also die zentrale Position von der Brustwirbelsäule ist ganz wichtig. Dafür habe ich eine ganz schöne Übung. Um die Drehung zum Beispiel nach links zu machen, stellst du den linken Fuß vor, um das Becken schon mal etwas nach rechts zu drehen sozusagen. Dann hast du schon eine Kontra-Rotation und dann machst du einfach eine Drehung in diese Richtung. Du kannst auch den Schläger dazu nehmen, den okay. Nacken legen ja, das und dann Lied, ja? die Drehung ausführen. In die Richtung? In die Richtung, genau. Das zieht dann rein. Ja, das merkst du. Und das merkst du dann vor allem in der Brustwirbelsäule. Da findet dann die Drehung statt. Und das ist, wie gesagt, zur Entlastung der Lendenwirbelsäule und zur Entlastung der Schulter. Das zieht. Das soll helfen? Das hilft. Mach das mal jeden Tag. Morgens und abends. Eine wichtige Sache ist aber auch die Fußposition. Okay. Bei Drehung nach links, linker Fuß vorstellen. Klasse. Das werde ich jetzt jeden Tag machen. Und wenn es nicht klappt, ich muss dich nicht in Holland suchen. Ich finde dich in Geisha. In Deutschland. Jawohl. In der Nähe der deutsch-holländischen Grenze.